Willkommen zu einem weiteren Interview von Gesichter der Medienbildung. Heute heißen wir Clarissa Schnitzer. Herzlich willkommen. Um mich mal kurz vorzustellen, ich bin der Max, studiere an der Universität Siegen Medienwissenschaften und mache jetzt hier gerade im Verein Kommunikation und Medien mein Praktikum. Und ja, vielleicht kannst du dich mal ein bisschen vorstellen, Clarissa. Sehr gerne. Ich bin Clarissa Schnitzer. Ich komme aus Freiburg und sitze jetzt gerade hier auch in Freiburg. Ich bin Medienpädagogin und Künstlerin und beschäftige mich auch so ein bisschen mit der politischen Bildung und versuche das so ein bisschen zu verknüpfen. Darauf komme ich aber auch später gerne noch mal ein bisschen näher. Ja, zu meiner ersten Frage. Was war denn bisher deine beste, schönste oder eindrücklichste Erfahrung in der medienpädagogischen Praxis? Also, es gibt da auf jeden Fall unterschiedliche schöne Momente. Ich denke generell, das Schöne an der medienpädagogischen Praxis ist, dass man sehr viel kreativ schaffen lässt, also die Kinder und Jugendliche dazu anregt, kreativ zu sein. Und da ich eben auch aus der Kunst komme oder Künstlerin bin, ist mir das natürlich auch super wichtig. Und ich finde, oder ich habe so den Eindruck, dass dieses kreative Schaffen ganz oft ganz viele, ja, ganz viel Selbstbewusstsein auch kreiert und schöne Momente, die mir schon öfters passiert sind, waren Momente, in denen zum Beispiel ganz schüchterne Kinder und Jugendliche mitgemacht haben bei Projekten und dann irgendwie plötzlich aus sich rausgekommen sind und Ansagen gemacht haben, während sie hinter der Kamera standen oder eben sogar vor der Kamera waren und da irgendwie so mit ihrer Aufgabe so gewachsen sind und man das innerhalb von wenigen Tagen oft so schön miterleben kann. Eine andere ganz schöne Sache war, dass ich so ein Mediencamp in Serbien mit aufgebaut habe. Das ist jetzt, glaube ich, schon 9 Jahre her oder 10, 9 Jahre. Und da geht es darum, dass eben verschiedene Kids aus Ungarn, Rumänien, Kroatien, Serbien zusammenkommen und auf deren Zweitsprache Deutsch gemeinsam Filme drehen. Und das waren irgendwie so schön, da sind super viele schöne Momente passiert. Vor allem Momente, in denen dann eben halt auch Vorurteile, die vielleicht am Anfang noch da waren, innerhalb des Prozesses aufgebrochen wurden. Und ja, in solchen Momenten denke ich, oh, das ist so eine schöne Arbeit und da kann man irgendwie auch wirklich Menschen zusammenbringen, die, die dann einfach merken, wow, wir können ganz unterschiedlich arbeiten oder wir kommen aus unterschiedlichen Kontexten, aber wir können was Gemeinsames schaffen und kreieren. Warum wolltest du dich mit Medienpädagogik befassen und wie bist du vielleicht dazu gekommen? Wie ich zur Medienpädagogik gekommen bin, ist durch ein Studium, das ich gemacht habe, Kultur- und Medienbildung in Ludwigsburg. Und das war ein Bachelorstudium. Da waren so meine ersten Kontakte mit dem, wie man Medien oder Mediennutzung eben halt auch mit Kindern und Jugendlichen durchführen kann. Und warum ich das machen wollte oder warum ich das studiert habe und warum mich das interessiert hat, liegt zum einen daran, dass ich eben selbst immer schon gern fotografiert habe, auch gerne so am Photoshop irgendwelche Bilder irgendwie verändert habe. Und zum anderen, weil es auch damals einfach schon wichtig oder immer wichtiger wurde, dass man sich auch kompetent mit den verschiedenen Medien auskennt und die auch irgendwie bewerten kann. Und das war so, glaube ich, der Hauptgrund, weshalb ich dann mich für Medienpädagogik auch entschieden habe. Und was ist der Schwerpunkt deiner Arbeit und wie verknüpfst du diesen vielleicht mit Medienpädagogik? Dieses kreative Schaffen, was mir ganz arg wichtig ist, das künstlerische Schaffen, das sich ausdrücken. Also ich möchte die Teilnehmenden, bei mir sind es oft Jugendliche, also ab 12 Jahre, aber ich mache auch Projekte mit jüngeren Kindern. Mir ist es wichtig, dass sie sich eben ausdrücken können. Und Medien, die verschiedenen Medien, vor allem jetzt die neuen Medien, sozialen Medien, in denen ja Bild und Video, Bewegtbild ein ganz großer Teil ist oder einen ganz großen Teil einnimmt, es bewegt sich eben ganz nah an der Lebenswelt der jungen Menschen. Die Verbindung zwischen Medienpädagogik und politischer Bildung ist mir auch super wichtig. Das ist noch ein anderer Teil, wo auch viele meiner Projekte stattfinden.
politische Bildung im Sinne zum einen von Diversity und Vorurteile aufbrechen, zum anderen aber auch eben kompetent mit den Medien umzugehen, Nachrichten unterscheiden zu können zwischen Fake-Nachrichten, Falschnachrichten und richtigen Nachrichten. Genau, das versuche ich miteinander zu verknüpfen. Wichtig ist mir dabei aber eben immer auch die aktive Medienarbeit. Also, dass das nicht nur durch Theorie-Input passiert, sondern eben auch durch das eigene Schaffen, durch das eigene Ausprobieren. In einem Workshop geht es zum Beispiel bei mir darum, dass Kids selber mal eine Verschwörungstheorie gestalten oder ja, selbst einfach mal sich eben als Produzenten wahrnehmen und dann auch verstehen, okay, was ist denn dahinter und wie kann ich das selber dann auch erkennen als zum Beispiel eine Verschwörungstheorie oder so. Was auch noch ein Schwerpunkt ist, ist die Mehrsprachigkeit. Also ich habe einige Projekte gemacht, in denen es darum ging, dass die Teilnehmenden auch durch die Medienarbeit die Sprache, ihre eigenen Sprachen mit einbringen konnten, also eben nicht nur auf Deutsch, sondern eben auf unterschiedlichen Sprachen ihre kleinen Produkte oder ihre kleinen Filmchen oder was dann eben halt auch dabei rauskam, produzieren durften. Wir haben einen Verein gegründet, der heißt Volutopisch. Und da geht es uns vor allem drum, um so ein Utopiedenken. Und natürlich kann man mit verschiedenen Medien, sei das irgendwie nur Sound oder eben Film oder Video, Installation, geht es darum, dass so ein Utopiedenken gefördert wird, zu gucken, wo sind denn die Utopien der Teilnehmenden, was würden die sich wünschen und wie würden die sich das vielleicht auch, würden die das auch umsetzen. Und durch Medien ist sowas halt möglich. Was nimmst du bisher aus deiner Zeit mit? Was hast du vielleicht gelernt? Was hättest du langfristig gerne, was medienpädagogisch in der Praxis vielleicht verändert oder umgesetzt wird? Also ich nehme aus meiner medienpädagogischen Praxis ganz viele tolle Momente mit. Auch, dass ich selber jedes Mal sehr viel Neues lerne. Es passiert halt auch sehr viel. Ständig muss man eigentlich mit dabei bleiben und gucken, was gerade irgendwie passiert. Was gibt es für neue soziale Medien, die gefragt sind? Also ich muss irgendwie immer so ein bisschen am Ball bleiben, aber das nehme ich natürlich auch gerne mit. Also ich finde, dass Medienpädagogik oder Medienkompetenz immer wichtiger wird. Und ich würde mir wünschen, dass das, dass jeder Mensch, jeder junge Mensch da auch den Zugang zu hat und selbst medienkritisch denken lernt. Weil ich glaube, das ist ein Prozess, den man lernen kann. Und ich fände es, glaube ich, gut, wenn das in der Schule viel mehr verankert wäre. Vielleicht würde ich mir sogar wünschen, dass es Stellen gäbe für Medienpädagoginnen und Pädagogen an Schulen oder zumindest da irgendwie die Möglichkeit, dass wirklich alle Schülerinnen und Schüler da Projekte mitmachen und selbst lernen, kritisch mit Medien umzugehen, durch aktive Medienarbeit aber. Also trotzdem immer mit dieser Prämisse oder mit diesem Gedanken, dass sie selbst aktiv arbeiten und ja, dann auch Spaß haben. Und was hat sich für dich bei der medienpädagogischen Arbeit verändert in der Corona-Pandemie? Vieles. Also vorher bin ich immer von Stadt zu Stadt in Baden-Württemberg gereist und habe, also nicht nur von Stadt zu Stadt, ich habe auch mehrere Projekte in Serbien gemacht. Und in Baden-Württemberg bin ich über verschiedene Träger als freie Medienpädagogin und als Honorarkraft tätig. Für mich hat sich vor allem verändert, dass vieles jetzt online ist. Also, dass ich die meisten Projekte von zu Hause, vom Schreibtisch aus machen kann oder mache. Wäre natürlich auch schön, die analog zu geben. Aber tatsächlich hat sich da schon sehr viel verändert. Also mein letztes Projekt war, glaube ich, Oktober, November hatte ich ein paar Projekte und dann war es eben aber schon wieder vorbei mit den analogen Workshops.